musst du in der Suchleiste TV eingeben. Was? Das ist. Bitte sag nicht, dass du unseren TV-Kanalnamen nicht kennst. Du kannst, bist ja nicht mit deinem Dings-Account angemeldet. Folgedessen hast du ja gerade nicht die, die Geschichte auf das Nightbot-Dingens da, ne? Was, liken musst du ja nix. Ja. So. Da gehen wir rauf jetzt. Und jetzt machen wir. Ja, mal gucken, wenn sich da jemand meldet oder so. Ach, hier gibt es erstmal Werbung, die Twitch unterstützt. Diese Werbung unterstützt Twitch. Schön. So. Aber wir müssen mal wieder so ein Dings haben, ne? So ein Stativ. Vielleicht mit was Optimalerem, mit Tablet oder so, keine Ahnung. Das wäre natürlich eine geilere Verbindung. So. Life is Strange 2. Haben wir die Taschentücher eingepackt? Nö, ne? Die liegen hier nicht rum, Taschentücher, ne? Insgeheim liegen jetzt. Insgeheim. Bist du im Chat drin? Guck mal, hier, geh mal her. Ach, da, genau, willkommen im Chat. Warte mal, soll ich mal was schreiben und du guckst mal nach, ob du was siehst? Warte mal. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their Papa Wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. Somehow ja, the brothers stimmt. Were alone. Oh, Gott, hört auf. And they had to find a new home. Schmitz, mir jetzt schon wieder das Herz, they ne? started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further. Headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Auch mal so geil, nochmal irgendwie nochmal so eine Zusammenfassung aus der ersten Episode zu machen. Sehr, und dann so cool erzählt über die Wölfe und über ja, den mega Bären. Geil, einfach wirklich klasse. Ja, und der dicke Bär, ne? Das ist ja auch sehr geil gemacht, ja. Ach ja. Hat ja lang genug gedauert, jetzt mal so mit fast einem halben Jahr oder 5 Monate oder so. Das hat echt lang gedauert. Das hat echt lang gedauert, wirklich, ey. Unglaublich. Ich hoffe, dass jetzt die Episoden schneller rauskommen. Ah, die wollten das ja perfektionieren. Ne, das was? Die wollten das ja perfektionieren, das Ganze. So. National Forest, Oregon. Sind wir wieder in Oregon? Wir sind immer noch in Oregon gewesen, ne? Wir waren in diesem Hotelzimmer halt da, ne? Ja, ja, wir am Strand, ne? Ach ja, der Hund. Das ist Pompidou. Gleich kommt Frank um die Ecke. Nee, stimmt, aber den haben wir doch gefunden. Den haben wir doch, Was? Den haben wir doch gerettet aus der, aus dieser... Ja, ja, ich weiß. Tankstelle da. Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag.
It was too heavy for you a few days ago. Wow, die macht das stark um ihn, Alter. Lass den Wuffi in Ruhe. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. Trüffel heißt er, wie geil. I'm so glad Daniel took this little girl with us. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Stimmt, der hat auch so gelacht. Warte mal, im Bus. Mal, was? Der hat auch so gelacht im Bus wegen Trüffel, weil ja, er ja, doch immer richtig, richtig, ja, ja, ja. Sometimes he looks so scared of himself. We need to work this through. Hat die Trüffel fliegen lassen. Wie das Daniel denn? Is learning so fast. Wie kann man den Trüffel fliegen lassen? Wonder what the limits are. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Achso, nee, geht nicht gerade, ja, richtig. Ja. Halte L2, achso, warte mal, doch. Warte. You could try and lift Mushroom? What? Are you stupid? You wanna hurt her? Yeah, yeah, you're probably right. Aber ich jetzt witzig gefunden, der irgendwie so hat. Ja, dann komm. Ist das one too mehr. Big? Yeah, it's just way too massive. Die Größe ist nicht entscheidend, sondern stimmt, die Macht, das, die Macht witzig, ist allgegenwärtig. Sie umgibt dich überall, vom Stein, vom Felsen, halt die Klappe. Mann, ich erzähl doch gerade was. Inka, wenn du ein Star Wars Zitat zu erzählen hast, dann erzähl's jetzt. Sei die Macht mit dir. Can you throw this rock in the river? Oh yeah! Just watch. Splash! Das war cool. Okay. Let's show Daniel some more ja. stuff to play with before we call it a day. Der Episode soll Dings auftauchen, ne? Chris. Ja. Ja, wusstest du ja schon? Nein. Ich nicht. Ja, doch. Nein. Ich kenne die Episode noch nicht. How about trying out that rock over there? Just one more time. Too far. Stop trying to make fun of me. Keine Rolle. Spielt keine Rolle. Just one more time. Ruf für den Midichlorianer an. Da kommt ein X-Wing aus dem Fluss, ey. Oh, I'm so close. I can feel it. Stell dich doch hier rauf. Stell dich darauf, Junge. Okay. Ja, lass mal weiter gucken gehen. Vielleicht haben wir noch irgendwas, was du machen kannst. Dude, it's getting late and cold. Let's get, dude, it's getting late and cold. Let's get done with this practice session. Okay, wo sollen wir hin? Noch einmal, komm, komm, Bruder! How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Es ist nur ein Stein, es gibt keine Löffel. Shit. I did it! Like a boss. You're getting good at you this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Oh nein, ist das süß. So, dann lass mal gucken, dass wir irgendwo Feierabend machen. Ja, was sollen wir damit machen? Schießanlage. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure, look. Darf ich mal die Hand heben, du? That's awesome, dude. You're getting way better at this. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else.
cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Wir wollen nicht treffen, ne? Das wäre natürlich echt scheiße. Oh, that sucked. How about one more? Okay, aber es wäre schon cool, wenn nachher so Patronenkugeln oder so auffangen könnte. Ready? Warte. Vielleicht doch mal ein bisschen sachte werfen. Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew that you could. Jetzt, ne? I've taught you. Yeah, really. For you, you're a master student. Hey, it still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Also ich wäre ja dafür, dass wir südlicher ziehen würden jetzt einfach. Ne? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. That cough has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. Here we go. The helitaker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad. Ach, das ist schön, wenn beide gegenseitig ihren Nutzen draus finden. Das ist ja klasse. Nicht, dass der andere überheblich wird. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Cool. Was für ein geiles Ding einfach hier, ne? Hä? What did you find, Sherlock? Ja, ja, aber das sah mir gerade aus wie ein Schneemann, weißt du, dieser Snow. Gotta leave these poor bunnies alone. Finding that house was a miracle. But I'm afraid we can't stay here much longer. Ah, da. Hier, was ist mit den... Wie heißt der hier noch? Sean? Frosty. Can we go for a canoe ride? Das sieht nicht so gut aus. Are you mad, dude? The water's freezing cold. Plus, these canoes are older than me. Yeah. Daniel's definition of a cool snowman. I like it. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Yeah, they're really badass. And Musher isn't even afraid of them anymore. This is aber so putzig, ey. Vor allem, ich muss auch sagen, die haben auch schon wieder seitdem, glaube ich, seit der ersten Episode wirklich an der Grafik was getan, irgendwie, ne? Es sieht so auf einmal noch geiler aus, ne? Und ich finde das so geil, allein dieser Schnee. Daniel's getting jetzt schon hören, bei dir rüberlaufen, das ist ganz echt. Dann aktuell ist es bei uns auch so kalt. Ja. Schneit ja nicht wirklich gerade, aber es ist kalt. Ja. Und jetzt haben wir denn irgendwas, womit wir heizen können? Nicht wirklich, was? Cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just...
Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People freak out. And when people freak, what do they do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Zum Beispiel, wenn wir wieder eingesperrt werden von einem so einem Faschisten oder so. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Nicht unter deine Kontrolle, meine Schuld. Weil er hat sich ja auch mit ihm geschlagen. Das ist eine große Bruder, Daniel, unsere Aufgabe ist es wirklich, Daniel zu beschützen. Weißt du, das ist das eben. Das ist trotzdem noch ein Kind. Auch wenn er die Superkräfte hat. I didn't help. I didn't do anything. Because you couldn't. Mach mal Feuer an, damit der Junge sich am Ofen setzt. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Oh nein, good puppy. Sie ist süß, oder? Ja, total. She must be hungry. What about you? Oder Trüffel. I'm always hungry. And let's grow out. Ich glaube, ich raste aus jetzt gerade. I'll make us some dinner. Yeah. Also Trüffel, ja. Before she eats us. Auch Mushroom ist geil, aber Mushroom ist eben halt, wir sind keine Amerikaner oder Engländer halt, weißt du? Nee, vor allem ist Trüffel irgendwo süß. Ja. So, pass auf, wir müssen mal gucken, dass wir hier mal den Ofen ankriegen hier. Holzofen. Steht denn da? Feuer machen. Trüffelskissen. Kein Holz mehr. Müssen wir jetzt noch Holz hacken gehen. Sag mal, hast du gespielt die ganze Zeit mit Daniels Macht? Aber, Mecha-Robot. Ja, hat er, okay. Hauptsache, er jagt jetzt nichts in die Luft da hinten, der Junge. Also jetzt schon, ne? Nicht Daniel. Oh, shit. Where did I put my lighter? Kann er auch mit seiner Macht Feuer entzünden? Zeitschriften. Tafel, das können wir uns gleich angucken. Wir brauchen erstmal was zum Feuer zu machen. Jacke, ist eine Jacke vielleicht der. Wo hängt die Jacke? Ach, da. Warte. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. Achso, hier. Warte mal. Haben wir denn hier noch drin, ne? Klar, wir haben noch 15 Dollar, das ist nicht sehr viel, ne? Das Feuerzeug ist gerade irgendwie weg, ne? Ja, was ist das? Taschenmesser, die Klinge muss geschärft werden. Aber es ist trotzdem ein nützliches Werkzeug. Okay. Wir haben noch ein paar Eicheln, Tannenzapfen gefunden. Ja, huch, haben wir irgendwas Neues drin? Da waren wir aber schon. Wir waren viel. Oh, warte mal. Wie komme ich da oben nochmal wieder hin? Warte so. Jetzt, genau, so blätter ich um. Ja? Oh, vorsichtig. Nice place. Oh, haben wir so viel noch zum Lesen jetzt gerade, was? Mal gucken. So, 1.11. brauchen Dollars und Vorräte, bevor wir uns auf den Weg nach Puerto Lopos machen. Wir verstecken uns irgendwo, bis wir wissen, was zum Teufel mit Daniel los ist. Keinen Plan. Wir waren da, wie wir damit umgehen. Müde, versuchen zu schlafen. Warm hier. Veribus bringt sie dorthin, wo sie sein wollen. Wo? Wir steigen an der nächsten Station aus, wo auch immer das ist. Und wir können so aus ins nächste Buch eingehen. Nein, können wir nicht. Wir müssen aber so blättern. Second-Hand-Laden in einer Stadt im Südosten von Albany. Haben Kleidung für Daniel und mich gefunden. Haben in jemanden Schuppen geschlafen.
Eins von fünf nicht zu empfehlen. Alles juckt diese der Sockengang. Okay. Schlafen mit Obdachlosen halb. Falschen Namen. Schienen sie nicht zu kümmern. Niemand scheint es an Scheiß zu interessieren. Die haben sogar Trüffel reingelassen. Unsichtbar. Warum sind sie nicht da geblieben? Wir verlassen die Stadt. Ein Junkie im Obdachlosenheim hat gestern Nacht fast unseren Kram geklaut. Daniel ist ausgeflippt und die Lichter flackerten. Wir können keinen weiteren Vorfall riskieren. Wir gehen wieder in den Wald. Ist momentan zu gefährlich, ihn um Leute zu haben. Ich bin so müde. Per Anhalter Highway 20 entlang gefahren. Eine Geologin auf dem Weg zum Mr. Jefferson hat uns eingesammelt, aber nicht viel geredet. MT Jefferson ist doch eigentlich, MT ist doch eigentlich, ist das nicht ein Bundesstaat? MT Jefferson, also MT? Weiß ich gar nicht. Aber nicht viel geredet. Haben ihr gesagt, dass wir auf einem Überlebenstrip sind? LMAO. Mau. Die wahrste Lüge, die ich je erzählt hatte. Ja, natürlich. OMG. Oh mein Gott. Wir haben ein Haus gefunden, ein echtes verfluchtes Haus. Sieht aus wie eine verlassene Hütte aus. Okay. Hier war seit Jahren niemand. Hat hier einfach auf uns gewartet. Ganz im Stillen von Hänsel und Gretel. Im Stil. Achso. Im Stillen ist auch gut. Mauspalast. So, eingezogen. Muss Daniel allein lassen, um nach Essen zu suchen. Er hasst mich. Ich hasse mich auch dafür, dass ich ihn alleine lasse. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. 1,5 Kilometer entfernt, letzte Stadt. Blablabla, rechts, blub. Okay. So, die nächste Stadt ist 25 Kilometer von weit entfernt. Das kann ich nicht jeden Tag pendeln. Hab's geschafft, in mehreren Geschäften Dosenfutter zu stehlen. Den Rest habe ich im Müll gefunden. Ich werde gut darin. Trotzdem nicht stolz. Steinköder, 2 Gelose. Tassennudeln, 6-mal. Tomatensuppe, 4. Cracker, 3. Ravioli, 5. Apfelmus, 3. Und Bananen, 3. Nicht schlecht. Gute Ausbeute, ne? Da können die einige Zeit mit auskommen. So, hab den Rückweg gefunden. Daniel geht's gut. Aber er hat einige Sachen im Haus geschrottet, als er seine Kraft einzusetzen versuchte. Ich muss ihnen helfen, es zu kontrollieren. Training beginnt morgen. Konzentration, Gewicht, Größe, bla bla bla. So. Schiff, Captain, Crew. Keine Crew ohne eine Captain. Und kein Captain ohne ein Schiff. Schiff gleich 6, Captain gleich 5, Crew gleich 4. Wenn Schiff, Kapitän und Crew versammelt sind und nur dann kannst du die letzten Würfel als Beute einsetzen. Der erste Spieler, der 20 Punkte erbeutet hat, gewinnt das Spiel. Ahoi. So, er hat's geschafft. Sean, Daniel, 7, dababab. Wieder verloren. Ach, das geht ja um die Spiele, ne? Heute zurück in der Stadt, laufen war langsam in Schnee, im Müll gewühlt. Haufenweise gutes Zeug gefunden. Wie können Leute so viel Essen verschwenden? Müllbär Persönlichkeit, 24.11.2016. Daniel krank, erschöpft und hustet. Ich lasse ihn langsam angehen mit dem Training draußen, bis es ihm besser geht. 26.11.2016, hast du Geburtstag. Mhm. Vielleicht muss ich bald zurück in die Stadt für Medizin. 50 Kilometer im Schnee? Okay, wahrscheinlich. Habe ich tatsächlich auch gerade in dem Moment gedacht. Man liest das Datum und sagt, mein Geburtstag. Sean Daniel, 10, 13, bla bla bla. Du hast es versucht, Sean. Ich bin bloß besser. Wie gewinnt dieses Kind jedes Mal bei einem Würfelspiel? Betrügt ja. Die macht es mit ihm, ne? Mhm. So, Feuerzeug hatten wir. Das Zeitung. Hatten wir Feuerzeug irgendwo hier am Start? Nee, hatten wir nicht. Wir hatten mal ein Feuerzeug, aber scheint er ja verloren zu haben. Rhodes. Wir sind jetzt, warte mal. Rhodes. Kann man hier ranzoomen? Dokumente öffnen, zurück, navigieren. Wir sind von Seattle oben, das soll Seattle sein, durch die Wälder hindurch, an einem Berg vorbei, Bärenstelle. Hier waren wir in Arcadia Bay. Und sind wir da weiter runter. Ich hatte gedacht, wir sind südlicher und unterwegs, dass es gar nicht mehr so kalt ist. Aber, hat mich wahrscheinlich... Ja, aber er hatte doch ein Feuer und das haben wir wahrscheinlich irgendwie verloren. Jetzt müssen wir gucken, wo wir es hingelegt haben. Aber die jetzt angepinnt? Ja, die Dinge haben wir alle angepinnt. Ja, müssen wir gucken, irgendwo hat das hier liegen lassen. Praktisch weiß natürlich am Ofen irgendwo, ne? Trüffelskissen. Der liegt natürlich aber am Bett. Daniels Tasche. High school feels so far away now. Hä, wieso sind denn die ganzen Pins weg? Nee, du kannst doch nur irgendwie, welche sind denn angeklickt? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, hä? Ach, ist ja Daniels Tasche. Wir haben die aber in Sean's Tasche, ne? Achso, ja. Ja. Daniels Inventar. Ah ja. Und
warte mal, navigieren, ausrüsten. Wenn ich jetzt X drücke. Jetzt genau. Genau, ja. Dann ist es ange... Ja, aber der sollte eigentlich ausgerüstet sein, eigentlich alles hier. So Rucksack, keine Ahnung. Das da, nee, was liegt denn da? Eine Tasse und was ist daneben? Tasse, Papas Bild. Was ist denn? Leere Scotchflasche, unbedingt wichtig. Zigaretten. Da muss auch einmal das Feuer tun. Wish I had more than tobacco, to be honest. Okay. Lesen. Scheiße, wo sind die verdammten. Wo ist das verdammte Feuerzeug? Ich hätte gedacht, er guckt jetzt mal die Schachtel. Ich habe als Raucher immer, als ich noch geraucht habe, weil ich seine Schachtel Zigaretten hatte. Da habe ich irgendwann, wenn ich genug Platz da schaffe, Zigaretten. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last week. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Was ist mit dem Schaumbad? Im kalten Wasser. Hello, motel room soap. Okay. Behälter. Once you get used to squatting, it's not so bad. Behälter. Ernsthaft? Vielleicht hier in Kleidung drin? It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Ist halt so, ne? No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Tür geht wohl nicht auf, was? We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Over here? Yep. No more indoor training sessions. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and ach, guck mal, keep it closed. Zelt gebaut. Ja, besser kann es nicht haben, ne? Gotta love one-hit wonders. Da hat das Feuer doch bestimmt irgendwo dabei. Buch, Radio, Brief, Zeitung. Buntstifte, Brief ansehen. Wonder where Brody is now. Ach, die hat ihn ja auch gesucht, ne? No Internet. So, verdammt. Schon! Ich bin ein besserer Autor als Redner. Also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhin mitnehmen kann. Ja, habe schon gelesen. Ach so, haben wir das? Ja, ja stimmt. Das ja, ja, genau. Ja, genau, hatte, richtig, genau, richtig. Ach so, das war Brute. Ich dachte, das war das Mädchen, der das so verknallt war. Die hat ihn doch auch irgendwie... Die hat, nee, die hat ihn per... Ah! Feuerzeug! Time to get warm. Die hat ihn doch auch irgendwie eine SMS geschrieben oder so, ne? Genau, aber der Brief war gerade von dem... Ja, ja, richtig, genau, ja, ja. Ich weiß den Namen nicht mehr, der uns mitgenommen hat. Brut. Der war, ja, Brut, das stimmt, der war total Brut, gut. Ist auch gut. Brut. Der war auch richtig cool. Ich glaube, wir treffen bestimmt nochmal irgendwann, irgendwann wieder. Here we go. Der sah aus wie Gronk, ne? Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Trüffel, ey, es ist geil. Ich möchte mal nächsten Hund, der heißt auch Trüffel. Ja. Aber nicht gegen unsere Schwabbelbacke, irgendwie. Die ist ja schon uralt, ey. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Back I could start Daniel's delivery service. Naja, aber immerhin haben sie Nudeln und Tomatensauce und Suppe. Ja. Yeah. Und Ravioli. Und den Müll bewahren sie unten auch auf. Na gut, aber wegen Bären wahrscheinlich auch, ne? I'm the weird. These were all I found when I hit the town last week. Wahnsinn. Nicht die Zigaretten. Nur mal Raviolis, wenn er Raviolis hat. Raviolis sind immer gut, finde ich. Mmm. Tough choice. How you doing, Mushroom? Da ist, You're the best puppy in the world. Da ist irgendwas draußen, hast du gesehen? Hey, what are you cooking? Jetzt fehlt uns natürlich irgendwie Dosenöffner. Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Witzig, ich sag mal, wir sollen Raviolis kochen und die haben nur Ravioli. Ja. Besser als nichts einfach, ne? Wish I had more than tobacco, to be honest. What? So tired of eating the same shit. Born, I just want one slice of pizza.
Ach, das ist unser Kasten. Thing is strong. Ach, guck mal, hier haben wir die ganzen Sachen drauf von yeah. hier, ne? Haben wir denn Dosenöffner da oder so? Ach, das Messer brauchen wir vielleicht. Warte mal. Bestimmt, damit kannst du bestimmt aufschneiden. Kann ich das jetzt nicht? Achso, warte mal, kann ich das nicht hier benutzen, um das Messer auf die Dosen? Statt auch gerade ja, warte, aber ich dachte hier, dann muss ich es hier noch machen. Aber hier kann ich das irgendwie nicht, ne? Ach Quatsch. Was? Das? Was? Alter! Junge! Was geht denn hier? Ne, ich kann hier nicht. Navigieren. Was? Oder? Nein, navigieren, damit kann ich nur links und rechts immer drücken. Ich kann tatsächlich hier nichts machen. Muss die irgendwie ins Inventar legen oder so? Also. Mm-mm. Ah, einen sauberen Topf finden. Naja, ah, dann. Okay. Ja, im kalten Zimmer vielleicht. Nee, aber da haben die auch ja. abgewaschen, da, ja. weißt du? Daniel needs to eat something after all that. Also ein bisschen Hygiene, das kann man trotzdem machen, auch wenn man hier sich irgendwo. It's warming up. Ja, genau, das ist richtig so. Stell dich da richtig schön rein und kuschel dich da schön auf Feuer an. Big fireplace. Aber es geht, like das wird warm machen. Remember? Of course I remember. Was ist jetzt los? Ich hab you always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I missed that time. I know. Ach, die haben ja diesen Verschluss. Ich will hier einen Regentanz veranstalten. Das Geile ist, ich hab den Verschluss eigentlich eben gerade schon gesehen. Ach, der Köter hat auch noch Hunger. Ach, die machen das da warm. Ja klar, macht ja auch Sinn. Oh, wie geil das einfach ist. Irgendwie, es hat so ein Vagabundenleben irgendwas. Und die geben doch hier Trüffel bestimmt was von den Raviolis ab. Mushroom. Did you see how strong I'm getting? Soon. Daniel needs a doggo friend. Ja, müsst ihr die mit versorgen. Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom. Sit, girl. Aha. Are you okay, kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Das ist aber gut für den. Das braucht er wirklich. Das braucht er auch, ja. Weil dann hat er einfach diesen, ja, es ist so Tiere, glaube ich, nah, auch it's not ready Seele. Yet. Ja. Guck mal, wie viel alles aus seiner Dose rausgekommen ist, Alter. Was ist das denn, Alter? Waren die beim City Park einkaufen? Oh, ich hab auch Lust, Raviolis zu essen. Sonntag. Dude, yeah. You'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really think so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Bevor wir uns das weiter angucken, ne? Ja, komm, ich muss noch kurz was dazu sagen, was ich halt so cool finde jetzt schon, das fand ich auch in der ersten Episode schon so cool, ja. Dass er einfach, er nimmt ja diese ganze Verantwortung für seinen kleinen Bruder auf sich. Ja. Aber er ist selber ja auch noch irgendwo ein Kind, weißt du, ja, er ist ein Teenie, er ist 17 oder so. 16 oder 17 war er, naja. Er hat das auch gesehen, wie sein Vater erschossen wurde. Er denkt, er ist schuld wegen dieser ganzen Auseinandersetzung. Der hat so viel eigentlich zu tragen. Und ist so süß, immer so geduldig, trotzdem mit seinem kleinen Bruder unterwegs. Was aber auch für ein Zufall, ne? Er haut den auf die Fresse, er fällt einen Stein auf, für den Polizisten sieht es so aus, weil Sean ihn vorher mit Kunstblut eingesaut hatte, ne? Ja. Hat er den getötet. Hey, Shroom. You thirsty? Good girl. Ich hatte Schlüssel gelesen, ey. Wie dumm bin ich eigentlich? Hab ich auch. Ja. Schlüssel hab ich auch gelesen vorhin. Wo ich so gelaufen bin und geguckt habe. Ne? Okay. Ja. Dinner's ready. Nee, da lag auch irgendwo Schlüssel bestimmt. Und dann kann man doch bestimmt die Tür hinten aufmachen. Na. Doch, ich hab vorhin auch Schlüssel gelesen. Warum soll ich einen Schlüssel lesen? Ja, wir gucken, wir haben den ganzen, wir haben das Haus noch nicht angeguckt, alles. Getting sick of ravioli. Du sollst jetzt Spaghetti. That was spaghetti a la Diaz. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread and ice cream. Yum. Ooh, you want some too, huh, Mushroom? Nein, mach das doch vernünftig einfach. Was soll der Blödsinn denn?
Bon Appetit, Mushroom. Man, she loves this stuff. Da braucht man langsam irgendwie Medikamente für ihn auch, ne? Sorry. I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Gotta show him the map. I think I left it with my books. Bei was? Bei den Büchern? Warte. Vom Zeug. Nothing here. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? I don't know. I'm not keeping track of your things. Wollt ihr mich verarschen? Es ist ein Webstuhl, ich glaub's nicht. Aber wenigstens haben wir es warm hier drinnen, ne? Ja, und ihr habt auf jeden Fall erstmal ein Dach über dem Kopf. Mhm. Also wir in dem Fall. Oh, nope. Nicht scheißen gehen, okay. Wo gehen sie denn Fufu machen? Draußen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und dann fressen die Bären das auf. Ii. Aber die Bären suchen sowas, glaube ich, ne? Wo ist die fucking Karte? Ich würde als allererstes meine Vorhänge zumachen. Falls da doch jemand reinkommt und du schreibst. Ja, weil ich es gruselig finden würde. So mitten im Wald, so eine Hütte, weißt du, und dann. Ja, das stimmt. Was ist los, Daniel? Ey, wie habe ich das Gefühl, mein Licht ist ausgegangen, ne? Ja. Aber es beleuchtet mich noch alles, das ist schon mal gut. Der blöde Hund. Oh, die ist so süß. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom, come here, girl. Wir haben die Karte gefunden. What a great team. Schlingel. Du Schlingel. Time to play dad talk. Man, I miss listening to music so fucking much. Irgendwann wird die Zeit ja auch wieder kommen. Daniel loves his brand new tablet. Geil. Was ein Tablet, ey. I could do a super cool manga about Daniel. Stimmt, er malt ja so gerne. Ja, er zeichnet, er malt. Ja, ja, das habe ich ganz vergessen, ja, ja. No way I'm touching that. Nee, sieht auch gruselig aus. Ist das Licht wieder an? Nee. Sean, aber es leuchtet. There's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. Mother... Daniel? Got du Arschloch. Yeah, okay. Good job. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. Was ein Arschkind, ne? I miss him so much. Ja, aber der hätte hier wahrscheinlich aufgemacht. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. So. Können wir nicht irgendwas mit der Karte jetzt hier machen? Sollten wir nicht irgendwas mit der Karte? Ja, du wolltest ihm irgendwas zeigen eigentlich. Ja, eigentlich ja, aber der sitzt ja hier gerade nur rum. Warte mal, die Karte finden und mit Daniel besprechen. Das ist der Plan. Jetzt haben wir sie gefunden. Ja. Muss ja irgendwie eine. Aber ich kann die nicht anselektieren hier. Ja. Daniele! Scheiße, warum geht denn das nicht?
Die Karte haben wir definitiv dabei, ne? Mhm. Rules and Roads. Okay, das sind zwei verschiedene... Ja, jetzt verstehe ich das. Zwei verschiedene Karten. Was heißt Rules? Regeln. Okay. Ach, Doofkopf. Jetzt, hier steht doch irgendwas mit Karte ablegen, genau. Guck mal, jetzt leuchtet unsere Kerze wieder. Ja. Ja, mein Gott, und ich wollte das Spiel perfektionieren und okay. Hab dann eben mal das so wollte ich gerade nicht so aussprechen. Ja. Das war uns die ganze Zeit mal Gedanken, weißt du? Time for us to hit the road. Hätte ich darauf achten müssen, dass die Flamme die ganze Zeit leuchtet. You're not getting better. Läuft immer noch nicht. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Es ist schade, dass sie da auch nicht geachtet haben. Nach aller Zeit eben halt, ne? Trust me, Daniel. Ja, aber vor allen Dingen, alle Kerzen brennen. You need some medicine. Tierlichter. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they... don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... for what Mom did. You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool, and I'm sure you guys will be best buds. Well, okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Oh. Lummel. Time. Okay. Ready to lose, Captain. What's your butt, matey? Nun, aber so kriegen ihre Zeit damit auch rum, ne? Yeah. Das ist eben halt wirklich toll. Good. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Okay. Wenn jemand mal sich irgendwie so ein Spiel aus dem Arsch saubert. It's better than nothing. Okay. Give me a 6. What the hell? Ich glaube, der Lümmel betrügt hier mit seiner Macht irgendwie heimlich. This is my last chance. Don't fail me. Yes. Full ship and cargo. What are you gonna do? You just lucked out. Got a ship now. Captain's ready to rule. Ich meine, die Regeln waren vorhin jetzt gerade aufgezeichnet, aber ich habe mir das ehrlich gesagt auch gar nicht gemerkt. Ja, doch, I have a crew now. Here comes the loot. Da kannst du ja ein bisschen spielen. Ich gehe mal ganz kurz auf Klo. Ja. 4, 5, 6. Das war halt wichtig. Das steht ja. Hast du den Controller anmachen? Oh, pass auf. Dein Mikrofon hast du gezogen, Inka. Ja. So. So. So, der Beute hinzufügen, Würfel. Ja. Here you go, cargo. Great job, lover. Better than nothing. Ah, not the best score. But I'll do better next time. You'll see. You wish. Okay, ich glaube, jetzt kapiere ich das gerade.
all right. I just need a 4 now. Come on, give me something. Anything. Phew, it was a close one. Yeah. Ah, pretty good. Come on, my turn. Can I get something better this time? Okay. What the hell? I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean we beat Dad? Okay, ich glaube, dass sie sogar so kapiert, ganz distract den Auftrag gehabt. Deshalb ist es gar nicht ganz einfach, das zu beeinflussen. Definitely. Weil wir können, weißt du, ich check das Spiel gerade noch nicht, was wir haben müssen. Just like us. Haben wir ja die 4, Captain 5, Diaz, 6. King of the Seas. Aber ich find's süß. Und dann keine Ahnung. Ach, guck mal, er hat Achso, er ist gemuggelt. Ja, ich glaube, er muggelt. Come on. All right, everyone on deck. Do you think Grandma and Grandpa will have a console? I don't think so, dude. Sorry. No biggie. I like playing dice and stuff, too. Whoa. Daniel the big nerd. And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. Marita. You want it. Here's my bag. Let's see. Ah, okay. Ja. Er klaut sich dann da die Pins ab. Ja. A poop. Really? Achso, der malt was drauf. Ja, gut, okay. Oh, das ist aber gemeiner kleiner Bruder, ne? Thank you very much. Er ist ganz schön frech, ne? Ja, er ist richtig frech, aber ich meine. So, let's do another one? Sean macht das auch schon ganz gut eigentlich, glaube ich. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. Was ist da los? She has to pee. Okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Ich hab Angst. Smells like ass. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right. I heard aber man geht raus zum Rauchen, ne? Yeah. Hoffentlich passiert, glaube ich nicht. Nicht hier im Wald. Nichts, weil das wäre für Daniel fatal. Ja. Was sind das denn für Zigaretten, Alter? Das sind die Tuffigen, die rosanen. Du hast jetzt gerade einen Schmacht, ne? Nee, alles gut. Man hat eher immer noch das Verlangen, dieses automatisch jetzt auch eine Zigarette rausnehmen und anmachen, weißt du? Aber das habe ich auch noch nach 2,5 Jahren immer noch, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie zugreifen, auch wenn mir jemand eine Schachtel hinhält, weißt du? Man hat das Gefühl, man muss noch zugreifen irgendwie, weißt du? Das werden wir auch, glaube ich, nie los. Das ist eben halt ein Trigger eben halt, der eben halt bei den Rauchern drin ist. Aber ist eine Sucht. Ich will einfach nicht mehr rauchen und bevor ich das aufgegeben habe. Gerade so ein schöner Moment, also jetzt mal abgesehen von dem, dass er das jetzt so raucht, aber die Musik. Ach, auch das ist eben mal, das gehört dazu, er ist ein Teenager einfach, ne? Und jetzt versucht er bestimmt auch mal mit der Macht im Stein anzuheben. Und fragt sich, warum sein kleiner Bruder der diese Macht hat und er nicht, ne? Ja. Meinst du, er hat die Kraft?
Ich glaube, er wird aber nicht neidisch. Ich weiß warum, weil ich glaube eher, dass es diese... Er ist die Aufgabe, die Weisheit zu haben, während sein Bruder die Kraft hat wahrscheinlich. Genau, und ich glaube eher, dass es dieses... Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ja. Diese... Oh, geiles Intro, das war jetzt das Intro. Oh, geil. Wow. Mega. Der war beim Episode...